Moin moin meine lieben Leute und willkommen zurück hier auf meinem Kanal zu einer weiteren Folge Elden Ring. Und beim letzten Mal haben wir das löwenartige Kreatur hier unten besiegt, aber wie man sieht, gibt es hier auch noch was. Also sollten wir da auch nochmal hinmarschieren, um zu gucken, was es da so ist. Ich mach da mal eine Markierung hin. Habe ich denn die andere Markierung gesetzt, oder? Die nerven nämlich schon so ein bisschen, die sehe ich immer auf dem Plan. Da habe ich zum Beispiel Markierung gesetzt. Die kann man wegmachen. Zack, hier auch, zack. So, und dann haben wir nur noch... Irgendwo haben wir hier noch eine Markierung. Ah, da. Die können wir auch wegmachen. Gut, aber noch eine Markierung. Passt doch. Lass uns mal in die Richtung laufen, weil ich einfach wissen will, was da hinten ist. Das haben wir jetzt ja schon alles erkundet da auf der einen Seite. Hier gibt es ja auch noch Sachen. Okay, es gibt auch einen Weg, der direkt darüber führt. Wahrscheinlich macht das eher Sinn. Wollen wir den Weg finden, ne? Hier geht er doch längs, ne? Okay. Ja, nehmen wir lieber den Weg. Man weiß ja nie. Da geht es auch nach oben hier. Mit, wo man gut springen kann. Beziehungsweise runter wahrscheinlich auch. Wir gehen den Weg mal hoch. Den Köter nicht. Naja, okay. Wir sind jetzt nicht so... Na, vom richtigen Weg? Naja, wir sind vom Weg abgekommen. Da müssen ein Feuerwerk, wollte ich gerade sagen. Gnade. Mit. Das ist der Weg hier. Na gut. Das ist der Weg. Ich muss hier rüber, oder? Yes, das ist der Weg. Schön, Mandalorian-Zitat. Ach, guck mal, da unten sind ganz viele niedliche Viecher. Wieder mit hier die Sachen. Okay, hier können wir wieder runterreiten. Wollen wir gar nicht. Okay. Okay. Sieht geil, wenn man die mit Pfeilen schon platt machen kann. Aber einsammeln kann ich nichts, ne? Nö. Na klar. Material. Achso, die Materialien, okay. Das ist der richtige Weg hier. Das sieht so aus. Geht auf jeden Fall nach oben. Kann man da hoch rein. Pilger einmal getötet hier.
was hier oben uns erwartet. Über den Ort der Gnade. Das Museum wandert und wiegt den seelosen Halbgott in sein Inneren. Okay. Danke für die Info. Trägerkirche. Da hinten ist doch cool. Das leuchtet schon mal zum Beispiel genauso, wie ich es haben mag. Heilige Träne, okay. Warte mal, mit heiligen Tränen konnten wir da nicht was mit der Flasche machen? Stärken oder so, ne? Was ist so? Flaschen. Flaschen verstärken. Menge der Flaschen auf dem EP. Und was? Doch, Flaschen verstärken da. Geil. Nochmal erhöht worden. Das heißt, jetzt ist es so, dass wir noch besser das auffüllen können, sozusagen. Aber da fehlen uns noch die Saat, ne? Ja. Sehr gut. Hier liegt noch was. Vergoldetes Eisenschild. Stehen, ist ein bisschen nervig. Was soll man machen, ne? So. Der steht nicht mehr auf. Eine Qualle. Steinkopf oder was? Guck mal, ich sehe, was wir können. So. Da ist ja auch nochmal eine ganze Welt, wie man sieht. Also, in unserem Bereich. Guck mal, ob wir da was finden. Müssen wir sie irgendwie angreifen. Hier finden wir garantiert noch einen Ort der Gnade. Behaupte ich mal. Ruin des Gräberwalds. Ah, Ratten. I hate rats. Leber. Ratten müssen sterben. Das geht nicht anders. Wir haben nicht das Recht zu leben. Oh, hier noch eine. So. Zumindest diese Ratten nicht. Ah, guck mal, hier ist ein Siegelgefängnis. Okay. Das ist auch eine Marika-Statue irgendwo bestimmt. Ach, was ist das da hinten denn? Ist das das wandernde Mausoleum? Wie cool sieht das denn aus, bitte sehr. Oder? Aber ich habe keine Zeit zum... Okay, müssen wir in Ruhe lassen. Ich habe keine Zeit dafür, denn ich muss an jemanden Ort der Gnade noch befinden. Da drin vielleicht? Genau hier. Noch eine heilige Träne? Lass mal noch eine heilige Träne benutzen hier. Flaschen verstärken. Okay. Jetzt haben wir richtig noch höher gepusht.
Okay. Ah, dieses Mausoleum sieht ja ziemlich fett aus. Geil aus. Ah, warte mal kurz. Guck mal, plus 5 haben wir da. Komm her, du. Sollen mehr von diesen Rittern. Okay. Diese Viecher. Wie kommt man aus dem Mausoleum rauf oder rein oder? Dass er irgendwo in der Nähe von irgendwas ist, dass er rauf springen kann vielleicht. Wie soll man da reinkommen? Aber wer ist er da hinten? Kann er ja nicht raufkommen auf den, oder? Bin ich ja gerade verkehrt. Reingelassen. Ja, ich glaube, man kann da bestimmt rein, irgendwie.
machen wir so. Okay. Höhle. Warte mal. Da oben ist eine Höhle, da will ich mal rauf. Da rein. Ist ein besserer Weg da hoch? Ne, okay, hier müssen wir anderen Weg gehen, pass auf. Da ist irgendwo eine Höhle, sehe ich da. Gehen wir doch direkt mal rein. Gucken, was da drin mauern. Oh, besser, ne? Höhle des Gräberwalds. Okay, da ist auch so ein Ding. Noch eine Gnade entdeckt. Perfekt. Gift. Oh, verdammt. Okay, müssen wir schnell weiter sein. Vergiftet. Okay, das ist nicht so schlimm. Also ist schon schlimm, aber wir haben diesmal, habe ich sogar was gegen Gift. Okay, aber wenn man hier durchlaufen muss, die ganze Zeit alles vergiftet ist, dann wird es natürlich nichts. Da schleimt irgendwas im Wasser rum. Ist uns egal. Da hinten ist nur auch noch ein Höhleingang. Das Pferd können wir hier aber nicht benutzen. Also, hier erstmal weiter. Noch mehr Giftpflanzen. Klar. Können wir hier noch durch? Okay, hier geht es wahrscheinlich zu einem Boss. Da oben ist noch eine Leiche. Das ist die Frage, wie man zu der Leiche kommt. Ich glaube, ich weiß wie. Okay, da können wir glaube ich nicht hin, da geht es einfach nur runter. Ja, aber klar ist, wie viele Gifte sind.
vorbei hier bei denen? Okay, bin gespannt, was für ein Boss es ist. Der kann es natürlich sehr schnell platt machen. Vielleicht können wir unsere Wölfe einsetzen, ich weiß es nicht. Die faulige Blüte. Ist mal weggefault, die Blüte. Smaragd-Bernstein-Medaillon. Perfekt. Direkt raus hier wieder. Gut. Smaragd-Bernstein-Amulett. Ist auch ein geiler Name, langer Name. Muss er nebenbei. Mhm. Reitet ja immer noch draußen rum. Hier können wir noch hin, glaube ich. Was wäre denn hier hoch, ne? Das machen wir mal. Die müssen jetzt nicht alle mal besiegen hier. Ich weiß auch nicht, wo der genau hinläuft. Da oben bei der Kirche waren wir. Das heißt, wir müssen eigentlich... Ist eigentlich in die Richtung, ne? Ja. Okay, reiten wir mal in die Richtung. Und wir da irgendwas entdecken. Ist aber nix. Schon spannend hier alles rauszufinden, was es hier so gibt. Da haben wir auch noch ein paar Leute. Shit, wir haben keinen. Wir hätten uns mal vorher ausruhen sollen. Na, warte mal kurz. Dass der Ritter weg ist. Wer schreit denn da so? Sind das die Leute, die da oben hängen? Wahrscheinlich, ne? Alter! Was ist denn bei denen kaputt? Turm der Rückkehr. Sieht er uns?
Klar, noch ein höher. Kommt zumindest nicht hinterher. Das klar darauf. Wie viel Spannendes drin? Mal gucken. Gefangen in einer Transporterfalle. Was soll das denn? Gegnerziele im Wettkampf. Wer spielen muss an Duoland? Das hat nichts damit zu tun. Wo geht da? Transporterfalle? Wo transportiert die mich denn jetzt hin? Ist das wie so ein Portal? Scheiße. Ich hoffe jetzt nicht in so ein Assi-Gebiet. Königliche Hauptstadt. Okay, da waren wir noch nie. Den Hebel kann ich auch nicht benutzen. Und da runterspringen ist nicht so eine gute Idee. Ach du Scheiße. Okay, da oben ist aber ein Ort der Gnade. Vielleicht können wir das uns schnell dahin retten und dann einfach abhauen. Können wir hier irgendwo hin teleportieren? Weil wenn wir jetzt einen Ort der Gnade müssen, dann teleportieren wir. Macht mehr Sinn, oder? Ja. Und dann füllen wir uns auch gleich mal hier auf, wenn wir schon hier sitzen. Uns auch ein bisschen Stufenaufstieg machen, wenn wir schon hier sind. Ich glaube, ich habe noch ein paar von denen. Von den Ruhen, glaube ich. Da. Das reicht noch nicht. Vielleicht? Weiß nicht, wie viel brauchte ich denn? Habe ich gar nicht drauf geachtet. Oh, fehlt echt noch ein bisschen. Na gut. Dann machen wir hier. Jetzt war. Hier mal. So, sollen wir uns den Typen da hinten trotzdem angucken? Wenn wir schon mal hier sind. Achso, das ist gar keiner lebt. Obwohl, naja, wir wissen, dass er jetzt nicht lebt. Das lebt nicht. Eieieiei. Kommt er hier durch? Ja, natürlich. Okay, wir sind schon hinten wahrscheinlich. Okay, aber ich glaube, den können, der ist doch machbar, oder? Der ist doch machbar. Vielleicht können wir müssen wir diesen Eiseffekt auch ein bisschen mehr machen. Mal gucken. Der ist riesig, aber machbar. Thank you.
Okay, vielleicht sollten wir ihn zu uns kommen lassen, dass wir nicht da runterstürzen. Das ist natürlich echt behindert. Das war wirklich dumm gerade, ne? Vielleicht, warte mal kurz, bombardieren wir ihn erstmal mit. Ich habe doch auch noch andere Pfeile hier, ne? Normale Pfeile. Hier. Feuerpfeile haben wir. Aber Feuerpfeile bringen wir ihm wahrscheinlich nicht so viel. Aber vielleicht können wir irgendwas herstellen an Pfeilen. Nö. Was brauche ich denn dafür? Okay. Gut, das können wir nicht, aber wir können mit unseren Feuerpfeilen. Warte mal. Kurz rum. Ja, okay. Also er ist aus Feuer, wahrscheinlich macht ihn das gar nichts aus. Wo ist er? Ist er da runtergefallen? Tatsächlich, wir haben sogar die Punkte von ihm bekommen, ne? Okay. Da geht's tief runter. Das Portal da funktioniert ja gar nicht. Untersuchen. Lässt sich jetzt nicht einsetzen, okay. Da ist aber eine Truhe. Ist ja was Cooles drin für uns. Man weiß es nicht. Bringt uns nur wieder zurück. Gesegneter Tau-Talisman. Okay. Was kann denn der Tau-Talisman? Gucken wir mal. Regeneriert langsam LP. Erhöht maximal. Okay, das ist natürlich auch nicht schlecht, ne? Haben wir jetzt ausgerüstet. Pfeile aber. Warum nicht den auch dazu nehmen? Langsam ist immerhin auch nicht schlecht, ne? Ich meine. Können wir wieder zurückreisen hier irgendwie? Dann war der hier, ne? Okay, hier ist ja anscheinend nicht mehr so viel. Also hier drüben. Dann lass uns doch erstmal zur Kirche wieder reisen. Genau. Finden von Orten der Gnade. Haben wir doch schon wieder ordentlich was entdeckt heute. Und ich würde auch sagen, wir machen direkt Schluss. So haben wir auf jeden Fall ein bisschen was geschafft. Überraschungen erlebt.
Und ja, vielen Dank fürs Zuschauen und bis dahin. Tschüss.